Hallo, meine lieben Märchenfreunde. Wer ist der Empfindsamste? Das ist der Titel unserer heutigen Geschichte zum 17. Mai. Doch zuvor, wie immer, ein Schluck Märchenerzähltee und dann geht es gleich los. Ein Grieche und zwei Inder stritten eines Tages, wer der Empfindsamste sei. Ich, sagte der Grieche, sah eines Tages einen Arbeiter auf einem Acker hacken. Vom bloßen Zuschauen bekam ich einen Bruch. Als ich daraufhin einem Freund mein Leid klagte, rief dieser: hör auf, ich bekomme ja schon vom Zuhören Seitenstechen. Ihr mögt empfindlich gewesen sein, sagte der Inder. Aber ich habe zwei Brüder. Der eine von ihnen ist so empfindlich, dass er einmal aus einem Reisgericht einen deutlichen Leichengeschmack verspürte. Und als man nachforschte, zeigte es sich, dass 10 Meter entfernt von dem Reisfeld ein Friedhof lag. Der Jüngste aber liebte ein Mädchen, und während er es in seinen Armen hielt, verspürte er einen auffälligen Ziegengeschmack. Er klagte ihrer Mutter sein Leid, und da erinnerte sich diese, dass ihre Tochter einmal in der Jugend ein Glas Ziegenmilch getrunken hatte. Wer von ihnen war der Empfindlichste? Nun gut, sagte der Grieche, ich kannte einen Mann, der konnte des Nachts kein Auge zutun, obgleich er auf 7 Matratzen ruhte, aber unter der 7. lag ein Haar. Das drückte sich durch alle Matratzen hindurch deutlich auf seinem Rücken ab. Das bedeutet nicht viel, sagte der zweite Inder. Ich hörte von einer Königin erzählen. Ihr fiel eines Tages eine zarte weiße Lotusblume in den Schoß und verwundete sie. Einer anderen brannten die Mondstrahlen Geschwüre auf den Leib und eine dritte hörte einen Mörser und bekam vom Zuhören Beulen. Da du mich fragst, wer der Empfindlichste sei, so sage ich dir, diese dritte, denn ihre Empfindlichkeit ging durch das Gehör, während die beiden anderen ersten noch die Berührung brauchten. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber.